Ja, genau. Genau so, nicht anders. Ernsthaft? Das nervt gewaltig. Einfach geil, wie es jedes Mal funktioniert. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Ich zeige dir also zwei Varianten. Die eine ist mehr für den Alltag gedacht und die zweite ist eher für die Sporttasche. Und nein, ich bin da nicht ganz von alleine drauf gekommen. Ich hatte ein klein wenig Hilfe von meinen Nichten. Mir ist nämlich etwas aufgefallen, weil sie mit ihren Handys machen. Und ich hatte ein bisschen Hilfe von der Seefahrt, weil wir eine Yacht besitzen. Naja, oder sowas Ähnliches. So, alles, was ihr für die erste Methode braucht, ist einfach nur ein Gummiband. Oder eben bei den Damen dann ein Haargummi oder Ähnliches. Hat den Vorteil, dass ihr den dann nachher auch nicht mehr suchen müsst in der Handtasche. Es kann also wirklich nicht einfacher sein als diese Methode. Ihr nehmt einfach das Gummi, legt das hier oben drüber. Zeigefinger und Daumen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Dass ihr hier das Kabel in einer 8 so drumherum wickelt. Seht ihr? Und wenn ihr das in einer 8 macht, ist es de facto unmöglich für euer Kabel, um sich zu verheddern. Dann einfach das Ganze greifen, unter das Gummiband schieben und das war's. Geht das Ganze dann nur noch in die Hosentasche. Zack. Und fertig. Da haben wir's. Nun, der Vorteil liegt natürlich klar auf der Hand. Es gibt diese Methode mit diesem Zusammenrollen dieses Kabels, gibt es natürlich schon öfters. Aber am Ende ist es dann auch immer so gewesen, dass ihr einen kleinen Knoten in euer Kabel machen müsst und spätestens dann geht die große Friemelei schon wieder los, die ihr euch hier mit dem Gummiband natürlich einfach ersparen könnt. So, jetzt nehmen wir einfach an, du bist ein bisschen sportlich unterwegs, du fährst gerne Fahrrad, gehst gerne joggen oder benutzt gerne Rucksäcke und hast da dein Handy drin. Was jetzt? Für die Version Sporttasche oder Ähnliches könnt ihr hier einfach ein Schweißband benutzen. Das heißt, ihr steckt einfach euer Handy hier rein, zack. Schon ist es davor geschützt, dass es in der Sporttasche zum Beispiel beschädigt werden könnte, weil irgendwas da drinnen rumfliegt, euer Schlüssel oder sonstiges. Da kann das Display schon nicht mehr verkratzen. Dann nehmt ihr hier wieder einfach euer Kabel, legt hier fröhlich die 8, steckt das hier drunter und das war's. Seht ihr? Sching. So einfach. Boom, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir noch ein kleines Like da. Vergesst das Video nicht mit euren Freunden zu teilen. Und hier wäre noch abonnieren. Ansonsten hier noch zwei Videos, die euch gefallen könnten. Allerdings zu meinen Social Media, wie immer unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao, tschüss, Stefan.